Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe euch einen Lautsprecher mitgebracht. Es ist die Nubox B60. Es ist der kleinste Standlautsprecher aus dem Hause Nubert. Klein ist relativ. Ich verspreche euch, ich habe diesen Lautsprecher jetzt schon 2 Wochen gehört, dass dieser Lautsprecher einen Aha-Effekt erzeugt. Allein schon von der Größe. 86 cm ist ja groß, das ist relativ klein. Aber wenn man sich diesen Lautsprecher anguckt und anhört, dann hat man sofort dieses Gefühl, oh mein Gott, was kommt denn da raus? Wie breit ist die Bühne? Wenn man die Augen zumacht, die bühnische Darstellung, die kann man schon fast anpacken. Und das zu einem unschlagbaren Preis von 980 Euro. Das heißt, ihr zahlt für das Pärchen 980 Euro. Qualität braucht man gar nicht zu sagen. Es ist ein solides, robustes Gehäuse aus MDF. Höhe waren 86 cm, Breite 17 cm, Tiefe sind 27 cm. Also ist ein relativ kleiner Lautsprecher. 18,3 Kilo ist er schwer. Hört sich jetzt eigentlich wenig an, aber für diese Größe ist es doch schwer. 18,3 Kilo. Aber dafür bekommt ihr ja auch was geboten. Es ist der Hochtöner aus der Nuland-Serie verbaut, das ist der 26 mm Nova B-Hochtöner. Es ist einer meiner Lieblingshochtöner. Der ist jetzt in der kompletten Nubox-Serie drin. Egal welchen Lautsprecher man von der Nubox-Serie hört, egal ob B40, B60, B50, B50, ein phänomenal geiler Lautsprecher, den ich als Center und auch als Wirs in Aktion habe und auch bei mir eingezogen sind. Und als Frontlautsprecher habe ich die B70, das ist natürlich das Flaggschiff. Aber ich kann euch versprechen, wenn ihr diesen Lautsprecher hört, habt ihr quasi direkt die Nadel im Arm. Ja, es ist wirklich ein grandioser Lautsprecher. Gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier noch 2 Hochleistungstieftöner, auch neu entwickelt. Ich hatte mal ein bisschen Kontakt mit dem Vertrieb von Nubert. Es ist ein neu entwickelter Tiefmitteltöner mit enorm viel Leistung. Auch quasi, wenn nicht sogar besser als die Nuland-Serie. Kann man jetzt schlecht zu was sagen, aber es ist halt ein neu entwickeltes Chassis. Ja. Und das hört man auch. Wenn man diesen Lautsprecher vorne stehen hat und man hört diese Tiefbassattacken, dann da denkt man sich, die Kinnlade fällt runter. Wo kommt dieser Bass her? Ja, Qualität, wie gesagt, nichts zu meckern. Die Folierung jetzt hier in weiß. Wir werden den, beziehungsweise die B60 mit dem Nubert Nu Connect MX betreiben. Auch natürlich hier im Video könnt ihr mal ein bisschen reinlauschen. Wir werden natürlich auch später diesen Lautsprecher vermessen und gucken uns auch den Frequenzgang an. Ja, zur Klangbeschreibung habe ich ja schon was gesagt. Was aber Fakt ist, ihr zahlt ja quasi 1000 Euro für ein Pärchen. Das ist ja rein theoretisch, klar, das ist viel Geld, aber für das Geld bekommt ihr ja was. Das ist genau das, was ich meine. Wenn man einen Lautsprecher jetzt kauft, jenseits 5.000, 6.000, 7.000 Euro, ja, Leute, der braucht sich da nicht verstecken. Ja. Die Frage ist, was hört man mehr? Das ist doch jedes Mal so, wenn man zu einer High-End-Messe geht, egal was, man hört Lautsprecher, die sind deckenhoch, wirklich deckenhoch. Die klingen teilweise auch richtig, richtig geil. Manchmal ist das auch einfach too much. Und dann geht man ein Zimmer oder 2 Zimmer weiter, zum Beispiel bei Abacus, hört dann so einen kleinen Lautsprecher, der so groß ist. Und dann sitzt man da im Sessel und sagt, hey, was ist das denn? Ja, das ist das, was ich jetzt damit sagen will, dass man für wenig Geld oder für wenig Geld auch richtig geilen Klang bekommen kann. Kommen wir mal zum Wirkungsgrad. Wirkungsgrad ist niedrig. 82,5 dB. Es ist sehr niedrig, also da müsst ihr euch auch einen potenten Verstärker anschaffen. Zumindest klar, ihr könnt auch kleine Verstärker anschließen, aber um das volle Potenzial ausnutzen zu können, Nubert gibt ihr auch an, mindestens oder optimal ist 80 Watt bis 300 Watt empfohlene Verstärkerleistung, müsst ihr euch mal vorstellen. Ja. Das heißt, um dieses Potenzial ausschöpfen zu können, müsst ihr einen starken Verstärker anschließen. Das ist ein Kritikpunkt, ganz klar. Wenn man mal so einen Klipschlautsprecher sieht, ein Klipschlautsprecher hat 95 dB Wirkungsgrad bei 1 Watt und dann kriegt ihr 95 Dezibel rausgepowert mit 1 Watt. Das ist natürlich heftig. Habt ihr hier leider nicht. Das heißt, ihr seid angewiesen auf einen starken Verstärker. Ja, Wirkungsgrad haben wir erzählt. Dauerbelastbarkeit haben wir hier 220 Watt und Impulsbelastbarkeit sind
300 Watt. Also ihr könnt hier ordentlich Dampf durchjagen. Das ist unvorstellbar. Nubert gibt an 35 Hertz bei minus 3 dB und 31 Hertz bei minus 6 dB. Das ist natürlich in erster Linie bei so einer kleinen Abmaßung Wunsch. Das ist ein Wunschgedanke, würde ich schon fast sagen. Aber Nubert hat ja bei den anderen Modellen gezeigt, dass Nubert diesen Frequenzgang schafft. Was ich mir auch, ich glaube es, wir werden es später messen und ich glaube fest daran, dass diese 35 Hertz geknackt werden bei minus 3 dB. Ja, ich würde jetzt sagen, wir werden jetzt mal ein kleines Video einblenden, wie dieser Lautsprecher aussieht. Dann werden wir den Lautsprecher vermessen und wir werden auch mal ein bisschen reinhören. Ja, dann würde ich sagen, bleibt dran. Bis später. So, wir werden die Nubert jetzt mal vermessen. Wir messen von 20 Hertz bis 20 Kilohertz und gucken uns das Ganze mal an. So, machen wir Smoothing rein. So, sieht ja schon mal sehr gut aus. So, das hier ist ja natürlich Bassbereich, das ist raumabhängig. Auch hier bei 40 Hertz geht es ab. 35 Hertz, hier ist der Durchschnitt. Minus 3. Ja, ein bisschen unter 35 Hertz schafft die B60. Also die Angaben stimmen schon. Für so einen kleinen Lautsprecher so einen krassen Tiefgang, das ist schon hammergeil. Hier geht es relativ neutral und dann haben wir hier, das ist aber bei der ganzen Nubox so, dass es ein bisschen analytisch nach oben geht. Was aber auch wiederum sich gut anhört. Also es sind keine langweiligen Lautsprecher, aber dennoch komplett neutral abgestimmt. Ja, also Frequenzgang ist top, da kann man nichts zu sagen. Ja, das war die Messung der B60. Ja.
Kommen wir mal zum Fazit zu der Nubox B60. Ja, fangen wir mal mit dem Positiven an. Das Negative mache ich dann später. Positiv als erstes natürlich gut. Positiv. Richtig schöner, kleiner Lautsprecher. Absolut, ich sag jetzt mal, frauentauglich. Auch allein schon in Weiß. Also ich finde, der Lautsprecher sieht richtig, richtig gut aus in Weiß. Besonders, wenn ihr weiße Möbel habt. Ihr kennt das, die Frauen meckern, keine großen schwarzen Lautsprecher, wenn da was Kleines. Und meistens ist es ja so, desto kleiner der Lautsprecher und desto schlechter klingt er. Ja. Aber hier hat es Nubert irgendwie geschafft, eine ordentliche Stereobühne darzustellen. Das ist eigentlich, das kann man gar nicht so richtig erklären mit dem Klang. Das muss man hören. Ihr habt ja 14 Tage Probe hören zu Hause und dann könnt ihr den Lautsprecher bei nicht gefallen zurückschicken. Aber wenn ihr diesen Lautsprecher hört, euch fällt die Kinnlade runter. Das ist Fakt. Es ist ein unfassbarer, guter Lautsprecher. Vor allem für das Geld. Klar, 1000 Euro kann sich nicht jeder erlauben. Ein Student oder so, der sein Studium bezahlen muss, der hat nicht mal eben 1000 Euro auf der Tasche. Aber ihr könnt natürlich auch sparen. Ja. Ich würde gerade in so im Hi-Fi-Bereich, ist ja quasi wie ein Möbelstück, die halten ja Jahrzehnte. Die Lautsprecher kann man rein theoretisch auch vererben. Ja. Wenn ihr bei eBay Kleinanzeigen seid und ihr wollt euch gebrauchte Lautsprecher kaufen von Nubert, das sind ja teilweise 30 Jahre alte Modelle, die kann man dann noch kaufen und die sind noch tipptopp. Ja, so ist das auch jetzt hier. Den kauft man, stellt man hin und da bleibt er stehen, sofern man ihn nicht kaputt macht, umschubst oder sowas. Ja, es sind ja keine elektronischen Bauteile verbaut. So ein Lautsprecher hält und hält und hält und hält. Da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Deswegen finde ich schon, der Lautsprecher ist günstig und für diese 1000 Euro, die man dann einmal investiert, hat man viel, viel Freude von. Ja, klanglich Top-Lautsprecher, also Stereo in Stereo gefällt mir richtig, richtig gut. Das 2,5-Wege-System, tolle Bühnendarstellung. Man hat das Gefühl, die Bühne, die löst sich richtig. Das kann man ja schlecht erklären, aber ich versuche es mal. Diese Instrumentenortung, wenn man da steht, das Klavier, das hat man alles vor Augen, wenn man die Augen schließt. Echt hammergeil. Tiefgang, also auch wenn ihr Jazz hört mit richtig geilen Tiefgang oder Classic oder Filmmusik, ich höre ja gerne Filmmusik, das ist so geil und erzeugt auch Gänsehaut-Feeling. So, und jetzt haben wir mal genug vom Positiven geredet, jetzt gehen wir mal zum Negativen über. Negativ ist schon, ihr braucht enorm viel Leistung, das wird nicht billig und ihr müsst, klar, man kriegt heutzutage viel, viel Verstärkerleistung für wenig Geld, gibt es überall. Verstärker von Fossi, die sind so stark, das reicht auch völlig aus. Oder jetzt hier die Nubert NuConnect MX Verstärker. Nubert bringt jetzt einen ganz neuen Verstärker auf den Markt, der jetzt an der High-End vorgestellt wurde. Da freue ich mich mega drauf, auf dieses Gerät. Das wäre auch zum Beispiel ein Kandidat dafür. Ja, das ist der Kritikpunkt. Und ja, man muss ja irgendwo muss ja mal ein Kritikpunkt sein, sonst wäre es ja die eierlegende Vollmilchsau. Naja, ich habe jetzt genug geplappert, was ich Lautsprecher empfehlen kann und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde jetzt natürlich weitere Videos machen, bleibt dran. Ja, und wir sehen uns in den nächsten Videos und Kanal nicht abonnieren vergessen. Bis zum nächsten Mal, tschüss.